zurück zu einer weiteren Folge im POND im Galactic Survival. Mir war langweilig gewesen. Ich habe mal ein bisschen rumgebastelt hier. Da verschiedene Lasergeschütze noch mit aufgebastelt. Habe hier mal ein bisschen Farbe gemacht, weil dieses farblich machen und ein bisschen, ja, eventuell hier mal ein bisschen, ja, Schönheit etc. reinzubringen. Hat ja schon lange gedauert. Ich glaube, so dass ich jetzt einigermaßen zufrieden bin, glaube ich, 2-3 Stunden oder sowas, da das alles erstmal so ein bisschen farblich zu gestalten. Dann habe ich hier schöne kleine Lämpchen reingebracht, dass man da nicht gegenfliegt, so wie oben. Dann habe ich schon mal oben eine wunderschöne Sitzecke gebaut mit ein kleines Türmchen etc., also mit einer Antenne oben drauf. Alles so schon mal ein bisschen vorbereitet. Ich möchte aber jetzt hier zumindest erstmal die Reparaturstation setzen. Also den Red-Block hier irgendwo rein. Ja. Bob. Weil ich weiß nämlich nicht, wie das hier funktioniert. Ich kann ja das hier einfach mal so hinsetzen. Muss ich das denn so draufstellen denn oder was? Wenn ich mal so blöd flagen darf. So, so. So. Ich kann das Ding nämlich hier noch schwarz machen. schwarz. So. So, in Bereitschaft, Reparatur. Reparaturdaten werden abgerufen. Passiert da auch noch was, oder? Ich setze mal das Ding ein Stückchen weiter hinter hier, dass ich mit meinem kleinen... Obwohl, dahin kann ich eigentlich durch. Wo ist denn das Ding da? Weil das habe ich ja sicherlich kaputt gemacht hier. Oder ein wenig angeschossen worden. Da sieht man es ja auch schon. Und ja, die ganzen Risse in der Scheibe drin. So. Ein bisschen höher schweben hier, dass wir nirgendwo hängen bleiben. Muss ich mal gucken, dass ich da irgendwie... Oh, das ist aber ganz schön eng, ey. Nein, da komme ich nicht durch. Also muss ich doch da vorne mal ein bisschen umgestalten. Dass also das Schiff ein bisschen hinterparken. Dass das einfach passt hier. Das sieht doch mal, ich wollte mal gucken, wie viel Strom ich hier noch habe. 52%. Oh. Jetzt habe ich eine ganze Menge. Naja. Ist ja nicht verschwendet. Geht ja nicht verloren, sondern wird ja nach und nach abgebaut. Also, wir gehen aus den Tanks. Ne, hier. So, so. Meine Fresse, Schubdüsen an hier. Und wieder C runter. Und dann machen wir wieder die Schubdüsen aus. Du bist auch noch ein bisschen voll. Dass man da zumindest jetzt erstmal den Dings, die Arie, für den nächsten Einsatz vorbereiten können. Also erstmal wieder ein bisschen reparieren. Hier. Dann weiß ich nicht, ob das da an den Dings mithängt oder wie man so oder so das alles hier reparieren kann. So.
Weil er das schon fertig gemacht, oder? Ich weiß es nämlich nicht hier. Machen wir mal einfach hier mal. Warum habe ich das nicht so? Naja. Oh ja. Mobiler Ari, gucken wir mal. Ja, zumindest müsste er hier vorne. Ich weiß ja nicht, ob der. Hier sieht man es ja. Da sieht man es ja, dass man da ein bisschen. Da macht er jetzt hier auch nichts mehr. Was ist denn das für eine blöde Sache hier? Wie funktioniert das? Materialien können im Bereitschaftsmodus oder bei. Ja, was wird denn benötigt? Sag ich mal. Macht er denn da was, wenn ich das hier abbaue? Demontierer, habe ich richtig gemacht. Repstation T2. Na, früher war das viel, viel einfacher gewesen. Da hast du das Ding hier gesetzt, dann war gut gewesen. Das war doch hier unten irgendwo gewesen, war. Weil das ist ja gleichzeitig mit der normalen Reparaturstation fällig. Das ist ja so eine Werkzeugreparaturstation. Das ist ja mal alles. Ach so, 8.2 kommt ja auch demnächst raus. Da ist ja schon die Experimente draußen. Da habe ich irgendwas gelesen, dass irgendein Maximalding weggenommen wird. Oder dass das denn da offen ist. Na, gucken, was das sein wird, ey. Ja, ihr braucht es ja auch nicht verbinden bei Imperium. Vor allem, das andere Schiff hat er ja gemacht. Reparaturdaten werden abgerufen. Ja, und wie lange dauert das? Dauert denn 10 Minuten oder wie oder ein paar Minuten immer? Ein Schiff auf Reparaturplattform. Ist doch. Oder muss ich das noch genauer machen? Weil der direkt dann nicht so angesteuert wurde. Oder genau da drauf war mit einem Block. Und mit einem Halm. Nicht genügend Ressourcen. Ja, und was für eine Ressourcen brauche ich? Eisen oder was, oder? Ah, da haben wir ja noch immer Silizium drin. Packen wir da mal ein paar Glümchen. Hier haben wir Silizium. Da, bitte mit dir. Pack mal da mal ein bisschen was drin oder wie oder was. Ja, das ist ja mal kompliziert, ey. Nicht genügend Ressourcen. Dann kann man doch da hinschreiben, was da benötigt wird oder nicht. Bereit zur Reparatur. Ach du Scheiße, ey. Fertig?
Bist du jetzt fertig, ja, oder? Ja, 100%. Das ist doch mal. Nee, halt mal. Nee, halt mal so. So will ich das haben. Macht er da automatisch wieder den Dings rum? Nee. Schade. Schiff hat keine beschädigten Blöcke. Dann machen wir mal. Also muss man da zumindest irgendwas reinpacken, dass der das dann akzeptiert oder wie. Das Schiff hat keine beschädigten Blöcke. Ja. Kann man das denn da reinbauen alles? Weil normalerweise kannst du es ja eigentlich auf Automatikmodus stehen lassen. Eigentlich kannst du es ja so stehen lassen, Automatikmodus. Dann wird das ja dann immer automatisch schön repariert. Wie schon der Automatikmodus sagt. Jetzt habe ich natürlich das alles weggeschmissen. Ich muss so oder so hier alles umbauen. Das gefällt mir ja nicht. Ja. Aber dann können wir zumindest hier irgendwo die Steuerzentrale hinmachen. Ach, die 91 sind noch da. Mobile Ariator, automatisch eben. So, das Schiff hat keine Blöcke, die kaputt sind. Weil jetzt werden wir mal rein theoretisch ja hier. Aber wenn ich jetzt hier auf demontieren mache. Oh, er macht's. Da war ich zu langsam. So. Das war mal ein schönes Sampam hier. So, also macht er das alles schön automatisch. Dann kann man. Ach so. Ah, mit Schutzschild sozusagen, dass man da nicht aus Versehen reingeht. Hier können wir das nämlich zur Seite stellen. Na komm. Mal ein bisschen rückwärts fahren hier, so. Und dann wieder abstellen. Dann können wir nämlich das, das Anter nämlich da mal draufstellen mit. Vielleicht ist ja da auch das etwas reparaturbedürftig. Aber mit dem Großen werden wir da nicht hinkommen, wa? Das ist denn immer scheiße, sag ich mal. Fängt er sofort an, macht aber die Dings nicht drum. Naja. Dann muss ich den Block denn dahin bauen, dass ich da zumindest auch mit dem Ding mal drauf fliegen kann. Weil da schön wäre es denn mit zwei Stück. Aber weil die Einser. Weil die Einser kann ich bestimmt hier nicht mit hinbauen. Man kann es ja mal mit probieren, aber wenn ich das bloß einmal bauen darf, also setzen darf, dann wird das, denke ich mal, nicht so funktionieren, wie ich mir das jetzt erhoffe. Weil dann nehme ich nämlich die normale Reparaturstation um. Für die kleinen Schiffe und die T2er nehme ich für die große. Oder großes Schiff. So. Das können wir auch damit reinschmeißen. Dann haben wir natürlich wieder hier einen Haufen Zeug, Deko, Blöcke, etc. Was ich alles hier mit reinschmeißen kann. Hatte ich nicht mehr Betonblöcke gehabt? Hm. Brauche ich oder so mal wieder was zu knabbern. Ah, da sind Stahlblöcke, hier Fichtblöcke. Hä? Keine Dings mehr da. Die Legierung braucht auch sehr viel. Achso, ich wollte so oder so mal ein bisschen Dings wegpacken. Wo habe ich ihn? Hier habe ich. Weil den können wir auch noch mal ganz kurz rüberschneiden. Ach, halt mal erstmal was zu essen holen. Oder haben wir was bei? Nö. Das Jutezeug nehmen wir nicht hier.
So, einmal querbeet ein hier. Dann kann man auch kurz was pflücken. Dann kann man nämlich schon die nächste Folge, denke ich mal, in Richtung entweder Power oder sowas gehen. Entweder hier oder hier. Weil so einen Reaktor kenne ich noch ja nicht. Das wäre vielleicht mal interessant. So, dann essen wir mal hier wieder ein kleines Stücke. Dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Das ja, der Jeep. Der muss irgendwo weiter vorne stehen, denn. Ja, hallo? So, Sauerstoff-EDC. Ach so. Wenn man auf dem Beifahrer sitzt und wundert, dass da kein Lenkrad da ist, ja, braucht man sich einfach nicht zu wundern. Bumm. Eingeparkt. Wunderbar. Doch so. Ja, kein Licht hier an, oder? Irgendwie hat es das Spiel mit dem Licht in der letzter Zeit. Weil da habe ich wirklich immer öfters Probleme. Da komme ich drüben an und dann. Irgendwie vermisse ich hier Licht. Da hatte ich das Problem schon öfters gehabt. Dann habe ich immer gedacht, kleine ein bisschen Schnappatmung gekriegt. Weil ich schon gedacht habe, na, wird da irgendwas weggefallen sind oder ausgefallen sind bezüglich der Pflanzen oder sowas, dass die mir wieder abgestorben sind. Achso, nee, war ich doch schon richtig gewesen hier. War bloß falsch eingestellt gewesen. Ja, weil. Komplett übertrieben hier. Müsste viel, viel öfters zu dem Promethium-Erzlager fahren. Werde ich vielleicht auch gleich nochmal mitmachen. Weil das geht hier wirklich. Also jedes Mal mache ich hier einen 50% auffüllen. Weil, wie gesagt, das geht so schnell weg, ey. Das gibt's ja nicht. Aber dafür habe ich genügend Wasserstoff erstmal. Das geht doch relativ fix mit dem Zeug hier. So. Oder 20.000 oder sowas. So viel kriege ich zwar nicht zusammen, aber naja. So, tu das. Dann packe ich auch so langsam schon immer die Kisten voll. Das reicht erstmal wieder hier. Wollen wir nicht übertreiben. Und dann packe ich immer noch wieder ein bisschen an Wasser hier, wie gesagt, in die komischen Kisten mit rein. Immer so zwei, drei Generatoren räume ich dann da aus. Das reicht erstmal für einen Notfall zu, dass das so langsam immer mit aufgestockt wird, weil jetzt habe ich in Richtung, also zwei Kisten sind schon komplett voll. So, dann machen wir mal die 52 raus und packen die einfach hier mit rein. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Da werden Dings probiert, ne, produziert. Und den müssen wir mal ganz kurz zurückfahren wieder. Yay. Na, 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 ja. So, stellen wir dich mal hier schön an der Seite ab. Das würde ich auch gar nicht wiederfinden. So, dann haben wir das alles, haben die Reparaturstation ausprobiert.
Ich flieg mal schnell zu dem Promethium-Erz und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dahin denn erstmal. Ciao.